Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Heute gibt es so ein bisschen Schüler versus Lehrmeister, Janni gegen Marcel. Und zwar spielen wir ein wirklich interessantes Scoring-Game. Das habe ich auch noch nie auf meinem Kanal gezeigt und dieses Spiel heißt 21. Das funktioniert folgendermaßen. Du wirfst aufs Triple nur die Triple 20 und die 20-10. Das bedeutet, eine 100 zu werfen bringt einen Punkt, eine 140 zu werfen bringt zwei Punkte und eine 180 zu werfen bringt drei Punkte und man darf nochmal werfen. Die Schwierigkeit ist, sobald ein Dart nicht ins 20er-Segment geht, bekommt man 0 Punkte. Das heißt, Triple 20, Triple 20, Triple 1 am Draht bedeuten 0 Punkte. Das Ganze geht dann so lange, bis der erste 21 Punkte erreicht hat. Das Ganze habe ich euch ein bisschen zusammengeschnitten, sind auch fast alle Punkte drauf. Ich glaube, ein Punkt von mir fehlt, weil wir da gerade irgendwas gelabert haben, was besser nicht ins Internet gehört. Aber ansonsten müssten eigentlich alle Punkte da sein und ich begleite euch auch nicht per Commentary heute, sondern ihr hört dann einfach, was wir währenddessen geredet haben. Ich weiß, in dieser Jahreszeit gehe ich euch damit gerne mal auf den Sack, aber checkt auf jeden Fall den Dartspool D-Puls Adventskalender ab. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Gibt es mit Board, das MSC-Board auch, was im Video gespielt wird. Gibt es ohne Board, gibt es als Steel-Dart, Soft-Tip, als Advanced, als Normal. Also wer noch was Cooles für die kalte Jahreszeit sucht, ist auf jeden Fall richtig. Und hier ist wirklich Dart-Equipment-mäßig viel drin. Wollen wir mal einfach mal die 17 aufmachen, komm. Machen wir mal einfach auf. Oh, da sind Spitzen drin, cool. Einfach Wechselspitzen, etwas längere, ja, dass man die Darts ein bisschen weiter vom Board wegkriegt. Machen zurzeit auch viele Spieler. Zum Beispiel Rob Cross hat jetzt längere Spitzen und seitdem ist er wieder der beste Spieler der Welt. Wer also viel Equipment etc. sucht, ist da richtig aufgehoben. Und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Let's go. Ja, dann spielen wir noch eine schnelle 21. Wie geht's? So, das Scoring-Spiel. Scoring-Spiel. Ja, okay. Aber the best, ne? Nur auf 20 haben wir gesagt, ne? Ja. Ja, sind halt alle weit weg. Dann kann man schönes Grüppchen. Das ist unlucky. Das ist nicht unlucky. Das ist rubbish. Das war ein sicherer ersten Punkt. Nee, weil ich schon beim Hinlaufen sagen wollte, Marcel braucht sie nicht anstellen. Ja. Weil ich wieder dran will mit 180. Ja, das stimmt. 1-0 für Marcel im Übrigen. Karma hat mich eingeholt. Ja, aber gut für den Rücken heute, das die Übung. Ja, finde ich auch. Krieg ein bisschen Bauch weg. Ja, sind halt alle brutal weit weg. Unlucky. 2-1 für mich ist nicht unlucky. Ich habe übrigens noch keinen einzigen da zur Seite weggeworfen. Ich dafür schon sehen. Oder viel. Der erste Dart sah so geil aus. Ja. Schön mittig wie der hier. Ja. Aber genau der zweite. Und genau derselbe Fehler. Der Virus hat uns erwischt. Der hat sich schon so angefühlt, als ob ich nie wieder Kinder kriegen kann. Du kommst auf diese Sprüche. Ich weiß auch nicht. Wenn du willst, mach hier Martins Sachen drauf. Oder nimm seine Darts. So ist ja. Willst du, nee, nur wenn es dich stört, mit dem auch. Okay. Ich mach den Peter Wright und wechsel im Spiel. Zwei Punkte Alter. Das war so klar, ich hab's so gespürt. Wenn du gierig bist, guck mal ich, dreimal hintereinander eins. Wollen wir es auf 11 reduzieren? Natürlich nicht, Marcel.
Ja, okay, dann selber schuld, dass ich halt noch höher abziehe. Wie viel? 5, 2 für Marcel. Fünf, drei, nee, 5, 4. Für dich. Ja, bleibt auch so. Fünf, fünf. Jetzt bin ich eng geblieben. Sieben, fünf. Sieben, sechs. Neun, sieben. Neun, sechs. Ah, danke, sorry. Das ist stark, das ist ganz stark. 9, 8. Ah. Nein, nein. Spannend, spannend. Ich bin wie angewurzelt schon gesehen. 12, 9. Nee, ich habe gesehen, dass du gezuckt hast. Ich habe mich nicht ein bisschen bewegt. Ich habe jetzt mich auf den 9er gefreut. Ich wäre auf 180 für dich. Ich weiß. Miteinander. Ich weiß. 12, 9. Dreizehn, neun. Guck mal. Das ist richtig Schüler versus Lehrer hier. Karate Kid. Du bist Mr. Miyagi, oder? Der hat auch keine Ahnung gehabt. Mann. Jetzt wäre ich schon lange auf der 19, aber geht ja, ja hier nicht. Klar. Aber Pünktchen immer mit. 14, 9. Ja, die Triple 20 jetzt gerade hat geschlossen leider. Ich bin nach Ladenschluss vor der Tür. Feierabend. Ja, ja, Feierabend. Feierabend gehe ich. Guck mal, was für ein Feierabend das ist. Vierter 1. Wie viel hatte ich? 14? Ja. Jetzt habe ich 15. Du kannst es besser. Ja, klar kann ich es besser. Habe ich ja die ersten Minuten bewiesen, da war ja nichts weit weg. Aber wollten halt nicht ins Triple. Aber du brauchst dich noch nicht so sicher fühlen. 17. 9. Na, der 10. Punkt ist wenigstens da. Klingelt das Handy. Jetzt ist der 19. Schön. Ja, 12. Ich muss sagen, ich wollte nicht zu 11 verlieren. Nein, Jenny, halt doch das Maul.
das tut weh. Oh. That hurts. That hurts, that really hurts. Ich wollte unlucky sagen, der wäre immer. Das ist aber bei dem Spiel auch eine geile Übung, dass man so auf die Dingens geiert. Man geht so auf die 180 so. Ja. Oder wenn man 80 ist, 180. Ich bleib bei 12. Game Shot at the Match? Game Shot. Hatte ich 20? Nee, Platz 19. Ja, dann hab ich jetzt 20. Ja. Okay, wenn du nicht willst. Das ist bitte, aber die zählt. Wieso zählt die? Die zählt, ich. Warum leg zählt? Einspruch ein. Ja, okay. Zwei Punkte. Okay. Die Almosen nehme ich. Ich. Lass uns einfach machen, ich krieg einen Punkt. Damit kann ich leben, weil es jetzt sowieso egal ist. Nein! Ach Gott. Okay, ich nehme einen Punkt dafür. Ich werde 13. Boah, Alter, wie der abgelenkt wird, ist so brutal. So brutal. Wo fliegt der erste Dart hin? Kommt dazwischen? Ich hoffe nicht. Natürlich nicht. Kneten, hat gewirkt. Das Ding ist, bei mir ist es ja jetzt gerade so, ich spiele unter so einem kranken Druck jetzt, weil ich weiß ja, ich muss eigentlich 180 werfen. Ja, das hast du schlau gemacht, dass du den so hochgeworfen hast. Ich werf die ganzen eigentlich drüber, aber die landen unterm Tribut.